Wir sind zurück in Penumbra Endless Space 2 und bevor ich fortfahre, nochmal eine kleine Wiederholung der wichtigsten Sachen, die wir zuletzt erreicht hatten. Wir hatten im System der Rissgeborenen einen ersten Schläfer etabliert. Hier zu erkennen, wir haben einen Schläfer im System und hier zu erkennen. Das heißt, wir besitzen Kenntnisse über das jeweilige System. Und erhalten auch wirtschaftliche Boni. Und ja, das ist also ein großer Vorteil und sollte möglichst oft in anderen Systemen, wo andere Rassen herrschen, etabliert werden. Und dann kam noch eine Neuerung dazu. Ein ganz spezieller Prop, die Schemenschatten. Weißt du was? Du kannst dir Schemenschattenbevölkerung anschaffen. Sie gewähren den doppelten Bonus normaler Schemkorbevölkerung und genießen zusätzliche Bandbreite. Aber sie verbrauchen auch doppelt so viel Nahrung. Aha, also doppelte Boni, mehr Nahrungsverbrauch. Um sie zu bekommen, musst du ein System hacken oder in eines einfallen und anschließend die Aktion Entführen auswählen. Hierdurch wird die Schläferbevölkerung aus dem System entfernt und eine der Schemkorbevölkerung in deinem Heimatsystem durch eine Hochleistungsbevölkerung vom Typ Schemenschatten ersetzt. Aha, also noch eine neue, komplexere Mechanik. Wir können Schläfer zu Schemenschatten machen. Durch die Aktion Entführung. Okay, das merken wir uns also auch mal. Es gibt viel zu merken bei der Penumbra-Erweiterung. Deswegen bin ich auch noch in Folge 9, glaube ich, haben wir aktuell noch immer in der Tutorial-Phase. Denn auch ich lerne dazu, ja. Es gibt eine Menge zu lernen. Okay. Soweit, so gut. Aber ich hatte eine Sache vergessen in der letzten Folge. Und zwar wollten wir die Gnashas assimilieren. Wir hatten jetzt die Option, da wir sie schon auch freundlich gestimmt haben. Und ja, das werde ich jetzt versuchen. Ja, wie gesagt, die Gnashast. Kriegerische Kerlchen. Und wir können eventuell ein Faction Trade, also militärische Verbesserungen, assimilieren. Oder auf uns übergehen lassen. Wenn wir ihnen helfen bei einer Aufgabe. Also das heißt, wir können es beschleunigen, die Assimilation, also wir brauchen sie nicht erobern oder durch Einfluss für uns gewinnen, sondern wir können hier eine Quest erfüllen. Kostet 140 Dust. Naja, mal schauen. Was hierbei rauskommt, ja. Denke, das werde ich mal probieren. Eine neue Quest. Suche mit einem Helden der Stufe 5 alle Quest-Kuriositäten auf den angegebenen Planeten in den Systemen Ranas und Olvaldi. Aha. Okay, ja gut, das ist nicht so weit weg. Ranas ist das Piratensystem, nicht allzu weit entfernt. Ja, das schaffen wir auf jeden Fall. Olvaldi war direkt daneben. Ja, das ist doch okay. Ja, fast daneben. Ich denke mal, diese Quest lässt sich schaffen. Allerdings muss ich den Helden dann in sein Schiff verfrachten. Aber gut, er kann ja nicht die ganze Zeit zu Hause hocken. In unserem Heimatsystem HD50833. Nein. Jetzt geht es los. Dabei fällt mir ein, ich könnte sowieso mal ein Kriegsschiff bauen. Können wir das überhaupt schon? Wir sollen ja auch laut Quest Piraten vernichten. Aber wir haben nur einen Explorer. Eine Explorer-Blaupause. Und das heißt, als nächstes müsste ich auch mal ein
Schiffsrumpf erforschen? Oder baue ich noch einen Explorer für den Helden? Weil die anderen beiden sind ja jetzt unterwegs in Missionen außerhalb der Konstellation. Wo sind sie überhaupt? Hier, genau, weiter weg, ja. Das würde dann... Wie lange würde das denn dauern, einen Schiffsrumpf zu erforschen? Die sind hier bei Imperium, nicht beim Militär. Und ja, zum Beispiel hier ein Beschützerschiff, ein kleines, würde dauern. Ja, 5 Runden. Ich würde sagen, ja, 5 Runden. Oder fliege ich eher los? Ah, ich müsste ja auch ein Schiff bauen. Nee, okay, ich mache es so. Ich baue einen kleinen Beschützer und fliege dann mit dem Helden los in 5 Runden. Das heißt, ich muss ja den Beschützer dann noch bauen. Okay. Naja, okay, alles dauert halt. Vielleicht kann ich die Produktion noch ein bisschen steigern bis dahin. Oder die Forschung. Oder beides. So, das hätten wir. Dann kann es eigentlich in die nächste Runde gehen. Ja, denke, ja, alles läuft. Nochmal ins Hauptsystem schauen vielleicht. Wabenteleskop, erhöhte Sicht, okay, das ist so gut wie fertig. Die Nahrung läuft eigentlich ganz gut. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht was anderes vorziehe. Mehr Dust. Ja, das könnte ich ein bisschen mehr gebrauchen, glaube ich, als Nahrung momentan. Wie lange wird das dauern? 14 Runden. Oh, der ist sehr teuer. Vielleicht die Supermärkte einschieben hier. Der gewährt mehr Zustimmung. Würde auch schneller gehen. Könnte ich sogar beschleunigen. Durch Dust. Dust. Ah, ich warte noch eine Runde. Okay, dann wird es billiger. Als Sonderangebot im Supermarkt. Okay, jetzt geht's aber weiter. Zug beenden. Genau, wir bauen als nächstes die Supermärkte. Haben jetzt erhöhte Sicht auf unser System, von unserem Hauptsystem aus. Ja. Wahrscheinlich bringt das nicht allzu viel, weil wir kennen ja das gesamte Gebiet hier, aber wir sehen vielleicht die Feindflotten eher. So, wir bewegen unsere Schiffe. Wir haben einen zusammenbrechenden Stern entdeckt. Hier. Ein Pulsar. Wow, diese Grafik. Und die Horatio haben eine Fraktion assimiliert. Die Kalmart. Wow. Ich glaube, die habe ich noch nie gesehen. Die neu? Oder mit Perwoll gewaschen. Die sehen eher so aus, als ob sie gerade aus der Lava, aus der Hülle direkt kommen. Apropos Kalmart. Das ist eigentlich nicht so gut für uns, dass die assimiliert haben. Denn die Kalmart bieten als Faction Trade mehr Bandbreite. Ja, gut, zu spät. Man kann nicht alles haben. Aber die habe ich noch nie gesehen, diese Fraktion. Vielleicht ist sie ja wirklich neu. Scheint so. Wow. Heiße Kerlchen. Okay, wir haben sie entdeckt natürlich. Kriegstreiber. Ach so, genau, da steht es. Sie senken die Bandbreiten. Mal einen Screenshot machen, damit ich mir das mal merke. Die Bandbreiten kosten um 10%. Und was ist das? Ach so, sie sind tot. Dieses Imperium wurde zerstört und existiert nur noch im Geschichtsunterricht. Hä? Okay. Also die sind gut für die Bandbreite. So, weiter geht's. Wir haben einen Neutronenstern entdeckt. Auf der anderen Seite.
Oder ist das ein Pulsar? Ich glaube, Neutronensterne sind Pulsare. Meine ich schon, ja. Na, ja, da muss ich mich nochmal schlau machen. Aber die senden ja so Energiewellen nach oben und unten. Und alles, was im Weg ist, wird zerstört. Wie auch immer. Es geht weiter. Wir sind bei den Horatio, genau. So geht's weiter, da geht's weiter. Dann fliege ich einfach mal weiter. Moment, hier gibt's Kuriositäten. Dann werden wir natürlich die absahnen. Genau, Lava. Antonov-Ringe. Wie beim Saturn. Dschungel. Und ein Gasriese. Gut für Forschung und Dust. Wunderschöne Planeten. So, jetzt aber hier Sonden losschicken. Beute machen. Einfluss. Und? Titan. Ja, haben wir zwar schon jede Menge, aber immerhin. Titan gibt es sehr häufig in diesem Gebiet hier. So langsam wäre es mal Zeit für andere Sachen, aber die müssen wir erstmal entdecken. Erforschen. So, das wäre es mit den Anomalien. Dann fliegen wir mal weiter. In der nächsten Runde. Und hier gibt es nichts zu holen für uns. Ja, weiter geht's. Wow. Eine lange Star Lane. Ja, wir haben noch nicht mal die Hälfte. Ja, wir haben gerade vielleicht mal fast die Hälfte des galaktischen Rings erforscht, aufgedeckt. Und ja. So, ich gehe mal in unser Heimatsystem. Und kaufe die Supermärkte jetzt. Beschleunige das. Dann geht alles schneller. Und ich, ich glaube, das war's. Wir senden Pops nach Nalin. Sind sie da schon eingetroffen? Ich meine, ja. Und das heißt, wir könnten jetzt nach Kurha welche entsenden. Unserem, damit wir in jedem Refugium Pops haben. Und die Ressourcen besser abbauen können. So als Ziel festlegen, genau hier. Das heißt, Pops werden jetzt von unserem Heimatsystem dorthin entsandt, weil hier kann ja nichts wachsen von uns direkt. So. Das heißt, wir gewinnen hier in zwei Runden ein Pop in unserem Refugium und haben dann Zugriff auf die Ressourcen. Und die Luxusressourcen. Ja. So, dann geht's. Ach, hier geht's auch noch weiter, aber das wollte ich dann vielleicht von. Sind da noch Sonnen unterwegs? Ja, okay, das sehe ich dann vielleicht, was hier noch los ist. Dann kann es eigentlich mal weitergehen. Was sagen die anderen Fraktionen? Loblied läuft noch. Ja, da kann ich aber so nichts machen. Und kann ich hier was tun? Ich glaube nicht. Weil die Kalmat, die sind ja schon assimiliert worden. Ja. Von den Horatio. Dann geht's weiter. Und wir müssen unseren Helden losschicken, um die Quest abzuschließen. Assimilierung. So, wir haben noch mehr Nahrung erforscht und können jetzt endlich
Achso, wir erforschen den Schiffsrumpf, genau. Das müssen wir eh machen. Läuft. Mehr Nahrung als nächstes wird gebaut. Das dauert allerdings. Und wir haben zu den Zwali unsere Beziehung auf freundlich gesteigert. Das heißt, wir können auch da nochmal vorbeischauen. Wo waren die hier, glaube ich? Ja. Die VR-Freaks. Die alles durch die rosarote VR-Brille sehen. Auch denen können wir helfen. Ja, probieren wir es mal. Irgendwie ist es schon schade, dass du diesem lustigen Diebeshaufen ein Ende setzen musst. Also es geht hier um, was, Theaterdarbietung? Slapstick-Comedy, ja gut, das ist jetzt ein wenig lustig, wer es lesen möchte. Aber wir können noch eine weitere Flotte zerstören, das heißt, wir brauchen wirklich Militärschiffe, ja. Wir müssen jetzt schon Piraten zerstören und eine Söldnerflotte. Und dadurch können wir die Zwali auch assimilieren. Wo ist denn das? Wahrscheinlich in der Nähe. Hier. Also das heißt, bei den Zwali ist eine Söldnerflotte irgendwo unterwegs. Oh, jetzt haben wir aber viele Aufträge. Und ich muss meinen Helden wirklich mit Militärschiffen entsenden. Ja, erstens für die Quest hier oben, Kuriositäten enthüllen und diese Söldner vernichten. So langsam wird's busy hier. So, was haben wir hier? Nichts außer einem Neutronenstern. Oh, du hast den Planeten Horatio Prime entdeckt. Die Heimatwelt der Horatio. Architektonische Extravaganz. Wie alles an Horatio. Ah, hier sind sie also. Ja, das ist natürlich ein gutes Hacking-Ziel dann. Für ferne Operationen. Schauen wir da mal rein. So, ich glaube, das war schon wieder. Ja. Wir erforschen die Rümpfe. Dann würde ich sagen, vielleicht nochmal kurz ins Heimatsystem. Oh, nee, erstmal zu den Hacks. Wir haben in einer Runde Olvaldi gehackt. Sehr schön. Haben also von da auch Zugriff. Was war im Heimatsystem los? Das dauert, ja. 6 Runden, das war verdammt lange. Na ja, gut. Dauert halt. Eins nach dem anderen, okay. Dann noch die nächste Runde. So, wir haben Olvaldi tatsächlich gehackt und können auch da ein Refugium erstellen. Da haben wir nur eine Option, da fällt die Wahl leicht. So. Olvaldi. Das war hier. So, was können wir denn noch auf der Hacking-Ebene tun? Wir haben Bandbreite ist ganz gut ausgelastet, sehe ich gerade. Ich glaube, ich warte erstmal, bis Artemis gehackt ist, oder? Ja.
Obwohl, wir haben ja eigentlich genügend Bandbreite frei. Huckepack-Programm beschleunigt. Nee, es spart Bandbreite, aber es kostet auch Bandbreite. Hä. Okay, zweimal Huckepack. Wieso habe ich eigentlich zweimal Huckepack? Die können nicht deaktiviert werden, die müssen so lange weiterlaufen, bis der Hack abgeschlossen ist in 3 Runden. Das ist unser Migrationssender, der muss sein, zur Flucht. Und eine Hintertür auf Ranas, die muss auch sein. Okay, dann warten wir lieber, würde ich sagen. Bewegen unsere Schiffe. Nein, Google. Habe ich okay gesagt? Ja, habe ich bestimmt. So, wir sind angekommen, oder? Noch nicht ganz. Ah, fehlt noch was? Ja, anscheinend. Nächstes Schiff. Ist unterwegs, okay. Ja, dann würde ich sagen, ja, wir können gerade nichts machen. Wir warten auf die Schiffsrümpfe, die militärischen, und dann geht's los für die Quests, die wir haben. Genau, schau ich nochmal rein. Wir haben jede Menge Quests hier am Laufen. Ja, die müssen wir dann mal abarbeiten. Sonst kommen wir nicht weiter hier. Genau, ja gut, das werden wir wohl nicht schaffen. 13 Technologien als erster erforschen im Bereich Militär. Vernichtet Piraten, das könnten wir schaffen, sollten wir schaffen, hoffentlich. Erlange die Nebenziff. Ja. Das waren die Gnaschast. Und die Zwali können wir auch erlangen. Genau, also wir haben viel zu tun. Dann würde ich mal sagen, danke fürs Zusehen. Und es geht natürlich weiter. Ah, die Lumeris haben wir, glaube ich, entdeckt. Ja. Und wir entdecken immer mehr der Galaxis. Mit diesem Anblick sage ich dann mal ciao, bis zur nächsten Folge. Man sieht sich.